Das Freilichtmuseum Kommern ist mit über 100 Hektar eines der größten Freilichtmuseen Europas. Die Planungen zu einem Freilichtmuseum gehen bis in die 1950er Jahre zurück. Eröffnet wurde das Museum am 20. Juli 1961. Es ist ein sehr schönes, weitläufiges Museum, umgeben von viel Grün und Wald. Hier gibt es sehr viel zu sehen und zu entdecken. Die einzelnen Häuser können besichtigt werden. Tiere gibt es auch auf dem Gelände. Pferde, Kühe, Schweine, Gänse und Hühner. Das sind die Tiere, die zum bäuerlichen Hof dazugehörten. Das Museum ist optimal geeignet für Familien mit Kindern. Es gibt Sitzgelegenheiten, Spielplätze und Gastronomie. Parkplätze sind ebenfalls vorhanden. Und es finden regelmäßig Veranstaltungen und Ausstellungen statt. Ein gut ausgebautes Wegenetz verläuft durch Waldbereiche und entlang von Wiesen und Äckern. Wenn es nach Kohle riecht oder man den Hammer hört, dann wird gerade in einem der historischen Gebäude ein altes Handwerk gezeigt. Die sorgfältige Rekonstruktion der historischen Gebäude und das authentische Ambiente erschaffen ein fantastisches Erlebnis wie eine Zeitreise. Denn in den Häusern ist auch das Inventar und die Möblierung zu bestaunen. Viele Besucher kommen an einem zweiten Tag wieder, da ein Besuchstag fast zu wenig ist. Auf über 100 Hektar werden rund 78 historische Gebäude aus der preußischen Rheinprovinz präsentiert. Die Objekte kommen vorrangig aus dem Westerwald, aus der Eifel, vom Niederrhein und aus dem Bergischen Land und stellen das Leben ab dem 15. Jahrhundert dar. Als ein Museum der Alltagskulturgeschichte gibt das Museum eine breit gefächerte Übersicht über Objekte des typischen Alltagsgeschehens.
Ein weiteres Highlight ist die Dauerausstellung. Der Rundgang durch die fiktive rheinische Kleinstadt Rhenania beginnt im Jahr 1794 und endet im Jahr 1955. Weitere Infos sind wie üblich in der Videobeschreibung zu finden.